Ja, liebe Theresa, lieber Dieter, liebe Claudia, liebe Margarete, liebe Kolleginnen und Kollegen aus dem Europaparlament, dem Bundestag, dem Bayerischen Landtag, liebe bayerische Grüne. Herzlichen Dank für den sehr freundlichen und berauschenden Empfang, den ihr mir hier gemacht habt. Hat mich wirklich sehr gefreut und bewegt. Wahrscheinlich hättet ihr euch bei eurer letzten LDK in Würzburg genauso wenig gedacht, dass auf der nächsten ein grüner Ministerpräsident zu euch spricht, wie wir das selber geglaubt haben. Und das Wichtige ist dabei, dass man an Wunder in der Politik glaubt. Ich bin zwar ein in der Wolle gefärbter Katholik, aber die katholische Wundergläubigkeit, mit der habe ich es jetzt nicht so, sondern Wunder in der Politik bedeuten ja, dass unvorhergesehene Dinge passieren. Und das ist wichtig und das gibt der Politik erst ihren tieferen Sinn. Denn wenn immer nur das geschehe, was man so voraussagt in den Auguren und Umfragen, würde sie sich ja irgendwann überflüssig machen. Und daran zu glauben, ist die wichtigste Grundlage für den Erfolg. Und den wünsche ich euch. Baden-Württemberg und Bayern sind beides starke Industrieregionen. Und ich sage immer, es kann kein Zufall sein, dass ausgerechnet in einer der stärksten Industrieregionen in Baden-Württemberg ein grüner erster Ministerpräsident geworden ist. Das muss seinen tieferen Sinn haben und es hat seinen tieferen Sinn. Es ist klar, wir haben jetzt in einem sehr großen parteiübergreifenden Konsens uns endgültig von der Atomkraft verabschiedet und ich habe diesem Konsens einen sehr großen Wert beigemessen, sehr für ihn gekämpft und dabei auch unkonventionelle Bündnisse geschlossen, wie ihr ja wisst. Warum? Weil wir uns jetzt mit ganzer Kraft dem widmen müssen, was jetzt die Herausforderung ist, die Energiewende wirklich praktisch umzusetzen und zu gestalten. Und wir müssen keine Kräfte mehr darauf verwenden, über das Ja oder Nein zur Atomkraft. Das ist das Wichtige an diesem Konsens, denn das ist eine enorme Herausforderung. Da brauchen wir uns gar nichts vormachen. Und das merkt man, wenn man ein Land führt und regiert. Wir müssen jetzt nämlich zeigen, dass dieser Umstieg nicht nur notwendig war, um aus einer gefährlichen Technologie auszusteigen, um aus den fossilen Energieträgern auszusteigen, die ja ebenso gefährlich sind, weil sie unser Klima gefährden, sondern wir müssen jetzt auch zeigen, dass es auch wirtschaftlich der richtige Weg ist. Und wo, wenn ich den starken Industrieregionen wie Bayern und Baden-Württemberg kann man das zeigen. Hier können wir es zeigen, dass es geht. Und darum kommt den Grünen in Baden-Württemberg und Bayern in dieser Hinsicht aufgrund ihrer starken Länder eine Führungsrolle zu. Denn ist doch so, wir müssen jetzt zeigen mit unserer ausgezeichneten Universitäts-Hochschullandschaft, mit den hervorragenden Forschungs- und Entwicklungsabteilungen in unseren großen und mittelständischen Betrieben, dass es nicht nur gehen muss, sondern dass es auch gehen kann und dass man mit der Strategie der grünen Produktlinien die Ressourcen und Energie sparen, nicht nur etwas für den Klimaschutz tut und gegen den dramatischen Klimawandel und zum Erhalt unserer Lebensgrundlagen,
sondern dass das auch die Strategien sind, mit denen wir auf den Weltmärkten der Zukunft wettbewerbsfähig bleiben und die Prosperität in unseren Ländern sichern und gute Jobs für unsere jungen Leute schaffen. Das ist das Versprechen, das wir machen müssen. Und deswegen ist es genau richtig gewesen, dass gerade in Baden-Württemberg, in solch einem starken Industrieland, ein grüner Ministerpräsident geworden ist. Dass wir haben hier schon starke Wirtschaftsstrukturen, aber wir müssen sie jetzt auch umwandeln, damit sie kompatibel werden mit den Ansprüchen, die der Planet an unsere Wirtschafts- und Lebensweise hat. Und es können im Kern eigentlich nur wir machen. Und darum kommt uns diese Führungsrolle zu und eine große Erwartung. Und ich merke einfach, die Erwartungen sind sehr groß. Ich habe sehr gute Umfragen, aber ich sehe erstmal darin einen großen Vertrauensvorschuss und eine große Erwartung. Und der müssen wir gerecht werden. Wir haben dafür, Entschuldigung, war was zu trinken. Wir haben dafür eine große Verantwortung. Ja, deswegen gehen wir diese Dinge verantwortungsvoll an. Und wir müssen jetzt zeigen, dass wir diesen Energieumstieg professionell gestalten können, dass wir es machen können, indem wir uns neu aufstellen. Euer Landesvorsitz hat da schon die richtigen Sätze gesagt. Das brauche ich, glaube ich, nicht zu wiederholen. Das genau werden wir umsetzen. Wir sind jetzt noch mal durch die Aktion meines Vorgängers beteiligt an der Energie Baden-Württemberg. Wir haben also auch da noch mal die Möglichkeit, wenn das auch sehr schwierig ist, auch das zu nutzen, um eine Partnerschaft zwischen regionalen Energieversorgern, zwischen Stadtwerken und einen größeren Energieversorger herzustellen. Denn nur in diesem Zusammenspiel kann das gelingen, was wir uns vorgenommen haben. Zum Beispiel haben wir ja den gleichen Ausgangspunkt bei der Windkraft wie in Bayern. Wir liegen unter 1% und wollen auf 10%. Das ist eine gewaltige Herausforderung, die wir da schultern müssen. Aber es ist auch eine riesige Chance für alle, die sich daran engagieren wollen, bis zu den Betrieben, die dafür die Komponenten liefern, und zu den Bürgern, die sich an solchen Bürgerwindrädern beteiligen können und damit ihr gutes Geld in einer vernünftigen Investition anlegen können. Ja, also das sind die großen Herausforderungen, vor denen wir stehen. Und da ist es natürlich so, dass man dann in der Regierung merkt, dass manches leider nicht so schnell geht, wie wir das wollten. Also allein die Planungsgrundlagen zu ändern, das zusammen mit den Kommunen vernünftig zu gestalten, ist sehr anspruchsvoll und geht leider nicht so schnell, wie wir das vorhatten. Also ich denke, ich will das nochmal als die große Botschaft, die wir jetzt ganz konkret anpacken, sagen. Es ist unsere Aufgabe, die Wirtschaft ökologisch zu modernisieren, auf allen Ebenen, die es gibt, um diesem Anspruch gerecht zu werden, dass wir unsere Wirtschafts- und Lebensweise auch kompatibel machen mit den Grundlagen unseres Planeten. Das ist die große Erwartung, die große Herausforderung, die große Verantwortung, die wir da tragen müssen, gerade in unseren wirtschaftsstarken Ländern. Beim Verkehr ist es ähnlich. Ihr wisst ja alle, wir stimmen in 5 Wochen über Stuttgart 21 ab. Erste Volksabstimmung seit der Neugliederung der Länder im Südwesten, ja, wo sich Baden und Württemberg zu einem Land zusammengeschlossen haben. Erste Volksabstimmung, da schauen wir nun allerdings neidvoll nach Bayern mit seinen klaren und guten Regelungen zur Volksabstimmung, von denen wir leider Lichtjahre entfernt sind. Wir haben eher
Verhinderungsgesetze. Aber wir wagen das nochmal, obwohl das wegen des hohen Quorums da eine große Herausforderung für uns ist. Was hat uns dieser Konflikt nochmal gezeigt? Verkehrspolitisch hat er gezeigt, die Zeit, viel hilft viel, ist vorbei. Und zu glauben, wir können den Staus hinterher bauen, ist eine Illusion. Und ich bin sicher, das wird in Baden-Württemberg nicht anders sein wie in Bayern. Wir brauchen, um alle Bundesstraßenprojekte umzusetzen, die schon angefangen sind, 1,1 Milliarden. Ich bekomme aber 120 Millionen pro Jahr vom Herrn Ramsauer. Damit ist klar, allein um die angefangenen Projekte durchzuführen, bräuchte ich schon 7 bis 8 Jahre. Und allen, die immer denken, jetzt sind die Grünen dran und jetzt sind da irgendwelche Leute dran, die aus ideologischen Gründen die Straßenbau verhindern, muss ich einfach immer sagen, davon mal ganz abgesehen, ob wir das wollten oder nicht, wir können es gar nicht, weil die Mittel überhaupt nicht zur Verfügung stehen. Und jetzt hat der Kollege Ramsauer ja auch beim Schienenverkehr nochmal eine drastische Streichliste uns vorgesetzt. Als man sieht, es ist alles chronisch unterfinanziert. Und ich höre natürlich immer vor allem aus der Wirtschaft diese Wünsche nach mehr Straßenbau. Und wenn ich Ihnen dann diese Zahlen sage, sind Sie immer etwas konsterniert. Und ich zitiere dann immer Franz Josef Strauß: Man kann Generale anschreien, aber Zahlen nicht. Ja. Deswegen ist die Zukunft im Verkehrswesen auch klar. Es muss hin zu mehr Software-Denken gehen und weg von diesem Hardware-Denken. Wir müssen die Verkehrsträger vernetzen, ja, wir müssen sie vertakten, wir müssen da die richtigen Projekte schaffen, um die Kapazitäten, die wir haben, intelligent zu nutzen. Das ist die Aufgabe, die ist intelligent und sie ist auch bezahlbar. Und ganz nebenbei gesagt, sie ist auch ökologisch. Ja, damit das nicht irgendwie aus dem Horizont gerät. Also, das sind ganz konkrete Dinge, die wir machen. Jetzt in Projekten im Großraum Stuttgart etwa, wo wir solch eine Plattform nachhaltige Mobilität begründen werden. Es beteiligen sich wirklich alle gern. Und ich muss sagen, auch die Automobilkonzerne sind heute weiter als manche Parteien, die glauben, ihnen besonders nahe zu stehen. Ja? Also da alle Akteure von den Kommunen, von den Unternehmen, aber auch aus der Wissenschaft zusammenzubringen. Und aus der Wissenschaft gehören da nicht nur Techniker rein, das möchte ich klar sagen, auch Soziologen, Psychologen und Kulturwissenschaftler. Ja. Das sind alles in erster Linie kulturelle Fragen. Wir sehen jedenfalls bei unserer jungen Generation, die denkt schon so, die denkt auch verkehrspolitisch im Netz und macht sich ihre individuellen Mobilitätspläne so. Und das zeigt an, wohin die Richtung gehen muss. Ja, das intelligent zu managen, ist alles schon da. Und dafür die Infrastrukturen zu bauen und nicht zu glauben, wir könnten den Staus hinterher bauen. Das können wir nicht, es ist nicht sinnvoll und es nützt auch nichts. Nach 2 Jahren ist der Stau immer schon wieder da, wie Hase und Igel. Deswegen ist es wichtig, in diese neue Zukunft einer neuen intelligenten Mobilität zu gehen.
Wichtigste allerdings, was wir für die Wirtschaft tun können als Landespolitiker, ist Bildung, Bildung und nochmal Bildung. Allerdings ist es gar nicht das Motiv. Das Motiv in der Bildung kann immer nur sein, dass wir unseren jungen Menschen die Chance geben, die sie verdienen. Das nur kann das Motiv einer Bildungspolitik sein. Und das andere sind dann erwünschte Nebeneffekte, die dann natürlich wichtig sind. Aber das ist ganz entscheidend. Das Ziel muss immer sein, individuell zu fördern. Das ist die große Überschrift unserer Bildungspolitik. Denn nur wenn wir das machen, können wir unser großes soziales Ziel in der Bildungspolitik umsetzen. Und das heißt, Bildungserfolg von der Herkunft zu entkoppeln. Das ist die große Herausforderung. Und am wichtigsten ist für dieses Ziel, in die frühkindliche Bildung zu investieren, in Betreuung zu investieren der unter Dreijährigen. Denn jeden Euro, den wir da investieren, ist bestens angelegt. Und jeden Euro, den wir später investieren im Bildungssystem, hat diese Effekte schon nicht mehr. Das ist also bestens angelegtes Geld. Und damit wir das machen können, das ist die allererste Maßnahme. Wir sind da mitten in den Verhandlungen mit den Kommunen. Werden wir die Grunderwerbsteuer um 1,5 Prozentpunkte erhöhen, damit wir diese Maßnahme machen können, ohne uns weiter zu verschulden. Und man merkt ganz genau, es gibt natürlich bei Steuererhöhung immer ein Gegrummel. Aber es ist höchst leise. Und warum? Weil alle sehen, dass es für den richtigen Zweck eingesetzt wird. Diese Botschaft müssen wir setzen. Die Leute müssen wissen, was wir mit ihrem guten Geld vorhaben. Das ist ganz entscheidend wichtig und da haben wir jetzt hier die besten Erfahrungen gemacht. Zweitens ist es natürlich ganz wichtig, dass wir in Ganztagesschulen gehen. Nur damit können wir das Versprechen, die Herkunft, den Bildungsaufstieg von der Herkunft zu entkoppeln, wirklich einlösen. Das ist anders ganz schwer möglich. Es gibt dagegen natürlich Widerstände, es wird in Bayern nicht anders sein, vor allem auch im ländlichen Raum. Da müssen wir intensiv mit den Leuten diskutieren. Wir können das Auseinanderklaffen von Bildungsbürgertum und bildungsfernen Schichten anders gar nicht wirklich überwinden, wenn wir nicht in Ganztagesschulen gehen. Das ist also eine Aufgabe, die wir haben. Die ist allerdings teuer, aber wir müssen sie stemmen. Sie gehört auch zu den ganz wichtigen Aufgaben. Drittens, Gemeinschaftsschulen. Auch da gibt es ja in Bayern, wie bei uns auch, von den Schwarzen einen wirklich ganz massiven Widerstand. Sie klammern sich wirklich eisern an das dreigliedrige Schulsystem. Ich kann Ihnen nur sagen, wir werden in Baden-Württemberg bis 2020 200.000 Schülerinnen und Schüler weniger haben. Das wird hier nicht anders sein. Wir sind dann unter der 1-Million-Grenze. Und bei solchen dramatischen demografischen Entwicklungen muss man sein Schulsystem umbauen. Ja. Und erst mal ganz unabhängig davon, wie man zum dreigliedrigen Schulsystem steht. Das sind einfach Zwänge, die da geschaffen werden, sonst geht das alles auf dem Rücken unserer ländlichen Räume ab und das kann sich weder ein Flächenstaat wie Baden-Württemberg noch wie Bayern erlauben. Und dann verbindet man das Notwendige mit dem Richtigen und die Gemeinschaftsschule ist auch pädagogisch der richtige Weg zur individuellen Förderung und deswegen werden wir diesen Weg gehen. Wir gehen ihn allerdings behutsam mit Augenmaß und werden
erstmal nur 30 Gemeinschaftsschulen einrichten, denn gerade im Bildungsbereich ist es wichtig, solche Reformen sehr behutsam anzugehen. Ja, das ist ganz wichtig, das Vertrauen müssen wir uns ja erst erwerben in diese Schulformen und schauen, dass sie auch in der Praxis gut funktionieren. Also das ist der Weg, den wir gehen, bei dem, wo wir ganz neue Dinge machen, sie sehr behutsam und vorsichtig und mit Bedacht anzugehen, auch wenn wir an dem Ziel selbstverständlich festhalten und das umsetzen werden. Also auch das ist ganz wichtig, sodass wir eigentlich sagen können, dass wir sehr, sehr gut vorankommen in der Bildungspolitik in den ersten Monaten, alle sehr gespannt sind und erwartungsvoll, wie wir das umgestalten. Wichtig ist noch zum Schluss der Bildung, wir machen eine Allianz für Fachkräfte. Wir dürfen also auch unser berufliches Schulsystem nicht aus dem Auge verlieren. Das ist enorm wichtig. Und wenn wir es nicht schaffen, dass kein Kind verloren geht, dass alle ihre Chance bekommen, dass wir alle mitnehmen, dass aber auch die Guten besser werden dürfen, auch das heißt individuelle Förderung, dass niemand überfordert, aber auch niemand unterfordert ist, wenn wir das machen, dann können wir die großen Gefahren, die in diesem Fachkräftemangel sind, denen wenigstens effektiv begegnen. Das ist wichtig, sonst bekommen wir auf allen Gebieten enorme Probleme. Also auch das eine große Herausforderung. Ich darf zum Schluss Folgendes euch nochmal sagen. Die große Überschrift über unserer Regierungsarbeit heißt, wir machen eine Politik des Gehörtwerdens. Und sie heißt nicht eine Politik des Hörens und Zuhörens, sondern des Gehörtwerdens, damit man weiß, wer dabei im Mittelpunkt steht. Nämlich die Zivilgesellschaft. Und das ist das Entscheidende. Und darin liegen die allergrößten Erwartungen in die neue grün-rot geführte Landesregierung. Darin liegen die allergrößten Erwartungen, denn alle Änderungen von Politik beginnt mit einer Änderung des Stils und mit einer Änderung der politischen Kultur. Und wir müssen deutlich machen, wir wollen eine Regierung für die Bürgerinnen und Bürger sein. Das ist unser Ziel. Was heißt das? Wir halten natürlich an unseren Zielen fest. Ich meine, die stellen wir selbstverständlich nicht zur Disposition. Ich stelle Nachhaltigkeit in der Wirtschaft natürlich nicht zur Disposition. Aber der Weg, wie wir dahin kommen, der Weg, wie wir zur individueller Förderung kommen, zur ökologischen Modernisierung, zu nachhaltiger Verkehr, der Weg, da sind wir immer gesprächsbereit. Wir müssen der Bürgerschaft zeigen, auch sie ist kreativ und hat etwas zu bieten. Und deswegen heißt Dialog offen sein für Wege und sich durchaus mal korrigieren, wenn andere bessere Ideen haben wie wir selber, erschrecken wir nicht, sondern freuen uns darüber. Und diese Offenheit zu zeigen, ist entscheidend wichtig. Wichtig zu sagen, in der Demokratie geht es um Alternativen. Und offen sein heißt nicht nur transparent herzustellen, natürlich ganz wichtig, sondern auch offen zu sein für die Alternativen. Und die Vertrauensbrüche mit der Bürgerschaft finden immer dann statt, wenn sie oft nicht zu Unrecht den Eindruck haben, hinter den Kulissen ist schon entschieden und die Verfahren, die wir haben, werden nur noch so gemacht. Das meint Offenheit, wirklich offen zu sein in den Alternativen, wenn es etwa um verschiedene Standorte bei Infrastrukturprojekten geht, wirklich offen zu sein, sich nicht vorfestzulegen, große Lehre aus dem Konflikt mit Stuttgart 21, aber wie auch immer das mit Stuttgart 21 ausgeht, die Republik hat an diesem Konflikt schon gewonnen, denn es wird nicht mehr möglich sein, nirgendwo mit dieser Basta-Politik und diesem Durchregieren weiterzumachen. Es ist dadurch beendet worden.
Und vergessen wir nie, Vertrauen ist die wichtigste und die knappste Ressource in der Politik. Vertrauen ist leicht verspielt und schwer wieder gewonnen. Und deswegen ist das die allergrößte Herausforderung, darum zu kämpfen, dieses Vertrauen der Menschen in die politischen Institutionen zurückzugewinnen. Und das geht nur, indem wir sie verändern, indem wir sie bürgernäher gestalten, indem wir neue Formate entwickeln, wie auch die Zivilgesellschaft sich an Gesetzgebungsverfahren beteiligen kann. Und wenn wir es schaffen, nach 5 Jahren, dass die Zivilgesellschaft in Gesetzgebungsverfahren, in die Politik dieselben Zugänge haben, wie sie Lobbys und starke Interessengruppen schon immer haben, dann haben wir unseren Job gut gemacht. Und darum, liebe bayerischen Grünen, freue ich mich auf die grüne Südschiene. Ja. Machen wir sie zu einem Motor in der Nachhaltigkeit in allen politischen Bereichen. Und ich freue mich auf eine Zusammenarbeit mit euch über hoffentlich viele Jahre. Herzlichen Dank. Applaus